Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unserer 100 Baby Challenge. Unsere Lea wird heute platzen, es wird wieder Kinder geben. Ihr Lieben, es ist endlich wieder soweit und wir werden dabei auch erfahren, ob die Roxana vielleicht wirklich unsere zweite Generation wird, denn sie ist die letzte weibliche Nachfolge von unserer Lea. Freunde, ich weiß nicht, 100 Folgen mit der Roxana? Also, aber vielleicht klärt sich das heute, vielleicht kommt heute ein Mädchen auf die Welt und vielleicht ist dieses Mädchen, was heute auf die Welt kommt, noch viel, viel unfassbar hässlicher als unsere Roxana. Dann habe ich ja was gewonnen, Freunde. Das nennt sich dann Karma. Und bis es soweit ist, bis die Kinder kommen, werden wir auf jeden Fall noch an den Büchern weiterschreiben, denn unsere Prio ist ja immer noch die Beatrix wieder ins Leben zu rufen. Und den Florent und die Hochzeit, die ich wollte. Und eigentlich, wisst ihr, steht hier nichts unter einem guten Stern. Es wird wahrscheinlich nichts von dem funktionieren, was ich möchte. Ne? Bekennt's. Dann lasst uns doch auch direkt reinstarten. So, ihr Lieben, was ist hier los? Wir gucken erstmal auf die Lea, die sieht richtig gut aus. Sie ist durchnässt. Ach, vom Planschen, nanu. Okay, Entbindung in Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. So, und bevor hier irgendwas passiert, werde ich sie jetzt wieder an den Computer setzen. In der letzten Folge haben wir das Bestreben einmal gewechselt und wieder zurückgewechselt zum Bestseller-Autorin. In der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwie ein Bug drin war, weil ich habe ja jetzt auch die ganzen Mods rausgenommen, dass hier vielleicht irgendwas nicht funktioniert hat und wir deswegen keinen Bestseller mehr geschrieben haben. So, anscheinend hat sie kein Buch mehr am Start. Dann werden wir mal ein Genrebuch schreiben. Ja, es hat irgendwie noch nicht so wirklich funktioniert. Wir machen mal Kurzgeschichten. Vielleicht ist ihre Aufmerksamkeit einfach nicht so cool, dass sie da... Beatrix, mach mir keinen Ärger. Wo sind denn deine Beine hin? Die fehlen irgendwie. So, sie liest immer noch das Geschicklichkeitsbuch, denn sie soll ja unseren Herd mal ein bisschen pimpen, damit der nicht mehr abfackelt, ne, Freunde? Ihr wisst, wie oft hier unser Herd schon, man sieht es. Oh, der Florent ist sogar da. Hi. Oh. Oh, was macht er denn hier? Florent, was ist da los bei dir? Ist es ein Abbild deiner selbst oder? Nee, das ist hier... Also hör mal, da bin ich jetzt aber beeindruckt, Florent. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf welchem Stand die anderen Kittys waren. Die Ilzke ist Zweier-Oberschülerin, wir haben Freitag. Das heißt, wir bringen die jetzt erstmal alle wirklich tippitoppi in den grünen Bereich. Und dann kümmern wir uns weiter um die Schulaufgaben. So, aber das sieht doch hier schon eigentlich, die sehen doch eigentlich alle ganz gut aus. Wann hat denn unser Zygmunt Geburtstag? Ach du Schreck, das dauert ja noch ewig. Okay, also ganz entspannt. Kleiner Fratz, dir geht's gut? Du spielst in Ruhe sehr schön. Hier wacht jemand auf, der Jeremy. Oh, von den Sternen erleuchtet, weil er in die Sterne geguckt hat. Wie süß. Oh nein, die Schuhe. Ist das süß oder ist das süß? Der lebt hier sein Leben, ne? Wieder Kind sein, Freunde. Hätte ich so Lust drauf. Diesen ganzen Erwachsenenkram einfach mal beiseite schieben. Wer wünscht sich das nicht? So, was macht er denn? Er spielt jetzt mit dem Tonklumpen. Na gut, tob dich aus, hab Spaß, erfreu dich an deiner Kindheit. Genieß sie für mich mit. Ich muss mich jetzt um andere Dinge kümmern. Beatrix, warum? Oh, jetzt dachte ich schon, ne? Freunde, jedes schlechte Geräusch hier, nee, denke ich gleich wieder, dass irgendjemand gestorben ist und ich das nicht mitbekommen habe. Beatrix ist okay, das ist gut. Dann soll sie jetzt mal was essen, danach schicke ich sie gleich mal auf Klöchen. Ach du Schreck, jetzt habe ich aber was verpennt. Es ist Freitag um 7 Uhr, die müssen jetzt alle nochmal zur Schule und ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Wie konnte mir das passieren? Da werden die doch... Oh, egal, ich schicke die... Also wir schaffen es ja jetzt eh nicht mehr. Guckt sie euch an. Ne, der Jeremy, der ist gut vorbereitet, immerhin einer. Dann schicke ich die jetzt alle zur Schule, ist mir jetzt egal. Komm, haut rein, macht worauf ihr Lust habt. So, die Lea ist jetzt plötzlich richtig traurig. Okay, sie denkt über den Sinn des Lebens nach. Und sie ist traurig, weil ihr Ruhm gesunken ist. Schreib einen Bestseller, meine Süße, dann bringen wir den raus und dann bist du wieder richtig dolle berühmt. Weil dann bist du Bestseller-Autorin, okay? Konzentration, streng dich an. Wir schaffen das, okay? Lea? Alle Mann zur Schule, bitte. Okay, das sieht jetzt gut aus, ne? Alle sind weg. Die Beatrix, sie liest fleißig. Okay, das Buch ist anscheinend noch richtig für sie. Sie lernt noch was. So, Lea ist gleich fertig. Ich bin so gespannt, ob wir jetzt endlich mal einen Bestseller geschrieben. Und? Lea? Wir haben es geschafft, Freunde! Was für eine Errungenschaft! Genau so sieht's aus, Lea. Krasser Scheiß, wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben einen Bestseller geschrieben. So, okay, alles klar, wir haben das Bestreben erfüllt.
Wir können jetzt mal ein neues aussuchen. Guck mal, wir machen mal hier Familie Supermutti. Fünfmal Maßregeln. Ach du Schreck. Wollen wir das wirklich machen? Ich weiß ja nicht. Haben wir hier noch große glückliche Familie? 2 Stunden Kind vorlesen, 10-mal. Das kriegen wir hin. So, dann spiel doch mal hier zusammen mit Zygmunt. So, und dann gucke ich jetzt gleich mal, wie das mit dem Buch des Lebens funktioniert. Da, das Buch des Lebens. Okay, fange das Leben eines Sims in einer epischen Dichtung ein. Alles klar. Wollen wir das direkt beginnen? Wir werden sie mal noch ein bisschen hier mit ihrem Kind interagieren lassen. Ich meine, das hat sie ja auch selten gemacht. Wir können ja hier direkt mal insgesamt 2 Stunden einem Kind vorlesen. Kannst du da mal, Lea? Da habe ich es gefunden. Jetzt wird sie ihm mal was vorlesen. Er hört mal auf zu spielen. Dann liest du ihm was vor. So, 10-mal mit deinem Kind Kontakt knüpfen. Ich denke, das wird automatisch passieren, wenn wir jetzt ihm was vorlesen. Zygmunt, kommst du bitte ins Bettchen? Wir wollen dir was vorlesen. Ach süß, die Beatrix kommt auch an. Die hört auch zu. Süß. Ich habe übrigens schon die Schnipsichen vorbereitet für die Namensvorschläge. Wir haben diesmal von 3 Zuschauern Namensvorschläge bekommen. Und ich muss gucken, ob wir die Ivy wieder dazu kriegen, ob sie uns helfen kann, da wieder den richtigen rauszusuchen, damit es wirklich per Zufall ausgesucht wird. Die Ivy, die schläft aber gerade. Nee, die Augen sind offen, Freunde. Sie beobachtet mich. Und ich glaube, wenn ich mit den Leckerlis komme, dann wird die hier sein. Also wir warten jetzt ganz gespannt auf die Dinge, die da aus diesem Bauch rauskommen. Guten Appetit. Müde ist sie auch ein bisschen, ne? Aber ich will jetzt das Buch des Lebens. Freunde, das muss jetzt. Die Beatrix, die muss wieder zum Leben erweckt werden. Ich hoffe, dass wir das Buch des Lebens mehrfach schreiben können. Weil wir wollen ja nicht nur die Beatrix wieder zum Leben erwecken, sondern auch noch den Florent. So, ich bin gespannt, wie lange das jetzt dauert, ne? Okay, die Beatrix hat jetzt Stufe 4 der Geschicklichkeit erreicht. Und dann müssen wir auch noch die Teile sammeln. Sie wird kokett, wenn sie ein Buch liest. Na gut. So, ich glaube, Lea hat eine Schreibblockade. Schön. Toll, Lea. Super. Echt bestes Timing. Hat sie nicht? Steht hier gar nicht. Okay, ich lasse sie jetzt schlafen. Komm, geh mal richtig ins Bett. Das bringt doch sonst nichts. So, die Kinder kommen gleich von der Schule zurück. So lange spule ich jetzt einfach mal vor. Halt, stopp, die Kiddies sind zurück. So, Ilzke, wie sieht's aus bei dir? Du hast gar nichts erreicht. Toll. So, die Roxana. Und nicht mal der Jeremy hat irgendwas erreicht, ne? Okay, ich mache die jetzt mal alle fit. Alles klar, die Kiddies sind versorgt. Die Lea, die schläft, die kann ich jetzt mal aufwecken. Die lasse ich jetzt mal weiterschreiben. So, Lea, es liegt jetzt alles in deinen Händen. Bitte schreib uns das Buch des Lebens. Es muss ganz wundervoll werden, weil wir möchten, dass die Beatrix bald auszieht. Die geht mir langsam auf die Nerven. Guckt mal, sie ist eingepfercht und verpasst die Gelegenheit. Wollen wir ihr mal hier draußen? Ist hier draußen ein Dach? Hier ist so ein kleines Dächlein. Passt mal auf, wir machen jetzt was. Oh, was ist denn hier oben los? Die beiden einfach. Teamarbeit hier. Wir können hier mal wieder was weiterentwickeln. Unser Garten, ne? Kümmern wir uns einfach gar nicht mehr drum. So, ich habe jetzt einen Plan, Freunde. So, hier haben wir jetzt aber wieder die Gefahr, dass sich alle dort ransetzen, ne? So, ich werde sie hier draußen weiterschreiben lassen, weil sie fühlt sich ein bisschen eingepfercht und vielleicht geht's ihr denn besser. Was guckst du hier? Kannst du den Fernseher vielleicht auch mal leiser machen? Das ist ja ein bisschen anstrengend, ne? Okay, Lea schreibt, Jeremy ist mit den Hausaufgaben fertig. Na, perfekt. Das ist aber ganz bezaubernd. Okay, er hat Level 2 der Fähigkeiten erreicht. Kannst du vielleicht noch Zusatzaufgaben? Nö, kannst du nicht. Dann, mein Junge, mach, worauf auch immer du Lust hast. Du kannst jetzt ein ganzes Wochenende lang tun und lassen, was du möchtest. So, Lea. Oh, sie hat schon mehr als die Hälfte. Oh. Schaffen wir das echt, diese Folge noch? Ich meine, dann kommen die Kinder, dann können wir jemanden wiederbeleben. Dann muss ich Ivy noch holen wegen der Namensvorschläge. Freunde, das wird hier noch aufregend, ne? Aber irgendwie sitzen wir jetzt hier nur rum und warten. Sie ist nicht echt fertig mit dem Buch des Lebens, oder? Was für eine Errungenschaft, Lea hat ihr eigentlich. Wie cool. So einfach war das jetzt? Buch des Lebens, Bestseller. Fange das Leben eines Sims in einer epischen Dichtung ein. Okay, und jetzt muss ich das hier hinlegen? Hä, wie einfach das jetzt war. Okay, Beatrix? Wie funktioniert das jetzt? Okay, ich kann jetzt hier eine epische Saga aufzeichnen. Ah, und dann muss ich jetzt hier. Aber wo ist sie denn? Freunde, jetzt sagt nicht, dass ich das vorher hätte machen sollen. So, ihr Lieben, wie ich es bereits prophezeit habe, läuft hier nicht so, wie ich es möchte. Ich lese euch kurz was vor.
Es geht um das Buch des Lebens und wie man das Buch des Lebens benutzt. Dies muss geschehen, bevor dieser Sim stirbt. Warum? Warum hat mir das keiner von euch gesagt? Ich versuche hier, seit Folgen über Folgen, das Buch des Lebens zu schreiben, um Tote wieder zu erwecken. Und es sagt mir einfach keiner, dass das nicht möglich ist mit dem Buch des Lebens. Es war jetzt alles umsonst, oder was? Also, ich kann das Buch des Lebens jetzt jemandem widmen. Ich kann es aber nur lebendigen Sims widmen. Wenn die dann versterben, die Widmung aber in dem Buch schon drin ist, kann ich sie wiederbeleben. Wenn aber ein Sim schon tot ist, kann ich das Buch keinem toten Sim mehr widmen und kann ihn dann auch nicht mehr wiederbeleben. Dieses Let's Play schafft mich. Es macht mich wahnsinnig. Da liegt das scheiß Buch des Lebens. Och Mann, oh, es darf nicht wahr sein. So, und wenn ich jetzt hier wieder die Gourmet-Fähigkeit erlernen möchte, um Ambrosia zu backen, wird uns hier wieder der Herd abfackeln, Freunde. Ich sehe es doch. Ich bin einfach nur traurig. Wir werden nicht kochen. Nee, die Lea wird einfach lesen. Wir werden ihr jetzt die Bücher kaufen. Wir versuchen es mal mit Band 3. Wie viel hat sie denn schon? Gourmet, 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 Feinschmecker. Oh, Stufe 2. Sie muss, glaube ich, Stufe 7, soweit ich das jetzt gelesen habe. Darf nicht wahr sein. Und ihr sagt es mir einfach nicht. Keiner von euch sagt mir Bescheid, dass es nicht funktioniert. Ihr lasst mich hier einfach ins offene Messer rennen. Wisst ihr, wie lange das jetzt nochmal dauert, bis wir das geschafft haben? Ich glaub's einfach nicht, Freunde. Ich glaub's einfach nicht. Das ist jetzt so eine vertane Zeit gewesen. So, dann, Lea, viel Spaß beim Lesen die nächsten 5 Tage. Die Wehen haben eingesetzt, Freunde, die Wehen haben eingesetzt. Ach du Schreck, okay, erstmal die Wehen. So, pack das Buch weg und hier ran an. Wer quatscht denn da die ganze... Ach so, sie lernt reden. Alles klar, alles gut, Lea, alles ist gut. Bitte hier einmal hin, Baby bekommen. Ich gehe in Position. Herzlichen Glückwunsch, es ist kein Mädchen. Scheiße. Oh no, so ein Mist. So, ihr Lieben. Ich habe diesmal einen Namensvorschlag bekommen von Enya. Vielen lieben Dank dafür. Du bist, glaube ich, jetzt das erste Mal mit dabei, oder? Ich hoffe, es stimmt. Ich gucke jetzt lieber nochmal nach. Nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Ja, soweit ich das sehen kann, ist es dein erster Vorschlag. Deswegen werden wir auf jeden Fall einen deiner Namen nehmen. So. Hier ist das wunderschöne Buch. Ich bin so gespannt. Du hast vorgeschlagen für einen Jungen, Seite 20, die 2. Es ist H. Der Buchstabe ist schon mal H. Und der zweite ist... Oh mein Gott. Was sind das für Namen? Jedes Mal wundere ich mich immer über diese Namen. Als ob da keine normalen Namen drin stehen. Heimo. Kurzform zu vollen Namen mit Heim. Auch in der Schreibung Heimo, Weiterbildung, Heimito. So, ich zeig's euch. Heimo! Oh, ich bin hier nicht drin. Oder habe ich die Tasse? Nee. Heimo. Okay, und jetzt muss die Ivy her. Freunde, bleibt dran. So, ich bin zurück, ich bin vorbereitet. Hier seht ihr alle 3 Zettelchen drin. Von Martin, von Cori und von Enya. Ach nee, es müssen ja nur 2 Zettelchen drin sein. Ach du Schreck. Na gut, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher ist. Komm hier mal, Sitzähnchen. So, ich habe jetzt ein bisschen umgebaut. Und wir versuchen es jetzt so. Juhu! Sie hat's geschafft. So. Nummer 1 ist Cori. So, Cori hat vorgeschlagen. Seite 5, Name Nummer 6. August. Heimo August. Freunde, und jetzt bin ich so gespannt, ob da ein Mädchen drin ist oder ein Junge. Es ist ein Mädchen, Halleluja, es ist ein Mädchen. Okay, so Ivy, du darfst jetzt dein Glück nochmal versuchen, dass sie auch sich immer am Rand der Kamera bewegt, ne? Sonst latscht sie mir immer direkt auf die Tastatur. Juhu! Wen haben wir jetzt? Der erste Name ist von... Oh, wie schön. Das ist ja schön gerecht.
Nummer 1 wird von Martin sein. Und Nummer 2, na, du bist noch einmal, kleine Maus. Und Nummer 2 von Enya. Cool. Okay. So, hier, friss alles auf. Hast du sehr schön gemacht. So, bin ich jetzt hier wieder richtig im Bild? Ich weiß es noch nicht genau. Okay, ein Mädchen. Das heißt, es wird wahrscheinlich unsere Nachfolgerin. Zuerst Martin. Weiblich hat er vorgeschlagen, Seite 5, Nummer 2. Finde ich okay. Es ist Arlene. Englischer Vorname, Herkunft und Bedeutung unklar. Schön. Aber schön, dass es dazu schreiben, ne? So, die Arlene. Und dann von Enya, Seite 4, Nummer 8. So, das ist jetzt wirklich ein Doppelname, ne? Und da steht's auch. Die Annelene. Arlene, Annelene. Herrlich. Ach so, das muss ich wieder mit dem Mod hinzufügen. Das machen wir gleich noch. So, Annelene, Doppelname aus Anna und Lene. Magdalene bzw. Helene. Wisst ihr Bescheid? Hat also keine Bedeutung, dieser Name. Perfekt. Aber eine schöne Alliteration. Und wir haben ein Mädchen. Und auf dieses Mädchen müssen wir uns jetzt, glaube ich, konzentrieren. Beziehungsweise wir müssen ja jetzt einen neuen Mann kennenlernen. Das wird jetzt aber kritisch hier. Habt ihr das gesehen? Da war so ein... Da war so ein Vampirzeichen. Wir haben einen Vampir. Ich glaube, wir haben einen Vampir mit dabei. Da. Die Arlene. Ach du Schreck, diesen Vampir. Oh, oh. So, erstmal eine super effiziente Babypflege. Ach du Schreck, ein Vampir. Aber schade, dass wir das schon direkt sehen. Okay, wir haben wieder Kindergeschrei. Oh mein Gott. So, dann wechsel doch nochmal die Windeln und... Liebkose deinen Blutsauger. Die ersten Vampire, die wir haben. Cool. Also ich freue mich auch ein bisschen drauf, muss ich ehrlich sagen. So, und ich werde dann auf jeden Fall mit Ivy noch ein bisschen üben, damit es auch vor der Kamera ein bisschen besser für euch zu sehen ist. Das Blöde ist halt, unsere Leckerlis sind alle, Freunde. Wie immer habe ich es verschwitzt, rechtzeitig neue Leckerlis zu bestellen, aber ich habe jetzt gleich einen Dreierpack geholt, damit hier nichts mehr schief geht, ne? Und dann 100 pro... Wenn hier die nächsten Kinder kommen, wird das Dreierpack ja, das einfach aufgebraucht sein. Weil die kleine Maus, die ist so verfressen, ne? Okay. So, Arlene. Das muss ich mir jetzt wieder merken. Arlene, Annelene, auf dich müssen wir jetzt unser Augenmerk setzen. Weil du bist jetzt hier unsere vermutlich Nachfolgerin. Denn wir können jetzt auch keine... Freunde, wir müssen keinen neuen Mann kennenlernen. Weil wir sind voll. Wir können jetzt natürlich die Beatrix einfach rausschmeißen, weil wir schaffen das eh jetzt nicht, Ambrosia zu machen. Ich würde sagen, wir schmeißen die raus. Es tut mir echt leid. Ich finde das echt unfair mit dem Buch des Lebens. Warum kann ich ein Buch nicht einer toten Person widmen? Warum muss ich das vorher tun? Ich verstehe es nicht. Ich würde jetzt trotzdem, sie ist jetzt zwar ein bisschen müde, die Lea, aber ich möchte mit ihr jetzt einmal die Männer besuchen. Die habe ich hier oben. Da habe ich sie platziert. Ich dachte jetzt für einen Moment schon, dass die jetzt irgendwie aufgedeckt wurden, ohne dass ich das wollte. So, da sind sie. Der Martin hat uns nämlich noch ein paar Männer erstellt. Stell dich doch jetzt mal allen bitte vor. Einmal hier bei allen freundlich vorstellen, damit wir die schon mal kennen. So, freundlich vorstellen, freundlich vorstellen. Die Namen gucken wir uns gleich an. Ich habe nur Angst, dass die jetzt alle gleich abhauen. So, also ich finde die Maus hier schon mal am coolsten. Willi Winter. Auch die perfekten Namen immer. Der Tim Müller. Luis die Wachel. Waschel. Halt, stopp, ich, Markus und Alf. Alf Affenberg, schön. Also die Namen sind doch immer wieder top. Wer möchte denn von euch? Wir gucken jetzt erstmal junger Erwachsener, junger Erwachsener, junger Erwachsener, junger Erwachsener und junger Erwachsener. Es sind alles Männer. Vielen lieben Dank dafür, Martin. So, Willi Winter, ich finde die Maus am coolsten. Betör ihn doch gleich mal. Vielleicht springt er auch direkt an. Man weiß es nicht. Wenn er anspringt, wollen wir gleich wieder schwanger werden? Er springt an. Flirte doch direkt mal. Frag mal, ob er Single ist. Mach mal ein Kompliment über sein Aussehen. Den haben wir ja direkt rumgekriegt, ne? Jungs, ihr könnt alle abhauen. Wir haben hier schon. Wir sind versorgt. Könnt alle reingehen. Können wir ihn knuddeln? Also direkt ran da, ne? Jetzt ist ja traurig, oder was? Wir können jetzt tatsächlich schon den ersten... Freunde, das geht hier aber. Oh nein, jetzt hat sie aber was Blödes. Oh, oh. Oh, oh.
Freunde, wir haben den einfach schon rumgekriegt. Krass. Wir müssen jetzt die Beatrix ausziehen lassen. Wir werden jetzt hier gleich wieder schwanger, Freunde. Das muss hier, das geht hier ruckzuck, ne? Alles klar, wir gehen mal nach Hause. Dann lassen wir jetzt noch die Beatrix ausziehen. Das wird hier eh nichts mit dem Wiederbeleben. So, wir sind zurück. Beatrix, du musst uns jetzt leider verlassen. Es tut mir wirklich sehr leid. Ganz ehrlich, wenn Ivy wüsste, dass ihre Leckerlis in der Küche offen rumstehen, dann würde die hier nicht rumtänzeln, ne? Aber das weiß sie nicht. Das hat sie einfach noch nicht mitbekommen. So, wir sind wieder zurück. Die Beatrix ist ausgezogen. Bevor wir den Part beenden, würde ich gern noch den Willi einladen. Ich hoffe, er kommt und es steht jetzt hier nicht, dass er schläft. Willi schläft. Na gut, okay. Das heben wir uns für den nächsten Part auf. Dann machen wir sie doch erstmal fit und kümmern uns um die anderen Rabauken hier. Okay, das heißt, im nächsten Part werden wir den Willi Winter einladen. Hoffentlich, dass wir das schaffen, dass die Lea schwanger wird. Das wird dann aber nur Platz für ein Kind sein, weil wir dann voll sind. Dann gucken wir, dass wir die beiden Großen dazu kriegen, ein bisschen besser in der Schule zu werden. Aber das wird noch... Also wir haben jetzt das ganze Wochenende Zeit, darauf konzentrieren wir uns jetzt. Aber das wird nicht... Doch, die sind schon Zweier-Oberschüler. Es könnte Montag, Dienstag soweit sein, dann ziehen die auch aus. So, der Jeremy, der wird uns noch ein bisschen bleiben. Der Zygmunt auch, der hat eine volle Windel und weint, weil sich kein Schwein um ihn kümmert. Toll. Kannst du hier mal die Windel wechseln, bitte, Lea? So, das heißt, Lea wird jetzt wieder um einen Tag älter. Das sind dann also nur noch 6 Tage, die sie noch nicht Rentnerin wird. Wir können ja mal abwarten, wie die Alena aussieht. Ich meine, wir können es ja auch steuern, ob die Lea nochmal schwanger wird und ob sie dann wieder nicht weiter altert. Oder ob wir dann sagen, wir nehmen jetzt die Alena. Ich meine, sie ist ein Vampir, das wird echt schwierig, ne? Ja, also das wäre dann auf jeden Fall was Anspruchsvolles, wenn die Alena unsere Nachfolgerin wird. Wir müssen dann aber auch mal gucken, wie sie aussieht, ne? Wenn sie auch so furchtbar aussieht wie die Roxana, weiß ja nicht. Aber ich glaube, Martin war da nicht so. Ich hoffe, dass der Jan Falke von Martin erstellt wurde, weil der war da noch echt human beim Erstellen der Männer. Ne? Apropos, wenn ihr Männer erstellen wollt, tut euch keinen Zwang an. Ladet eure Männer einfach in die Galerie hoch mit dem Hashtag Honigschnute, dann finde ich die. Ihr seht hier schon die ganzen Männer, die wir bisher schon im Spiel haben. Wenn ihr da mitmachen wollt, sehr gerne. Wir brauchen immer Männer, auch für die Zukunft. Ihr könnt euch da austoben, lasst sie hübsch sein, lasst sie hässlich sein. Es sind nur die Grenzen von Sims gesetzt. Sonst könnt ihr mir da alles erstellen. Wichtig ist, ihr müsst sie in Kostüme packen. In allen Outfits in ein komplettes Kostüm, damit ich überhaupt nicht sehe, was unter den Männern steckt. Und sobald wir wissen, was für Gene die Kinder bekommen haben, werden wir die Männer aufdecken, uns angucken, was ihr da Schönes fabriziert habt. So, und dann beenden wir an dieser Stelle diese Folge. Ich muss eine Menge rausschneiden, weil ich habe jetzt schon über 1 Stunde Aufnahme. Oh je, aber das mit Ivy hat ja lange genug gedauert. Die Namensziehung, da wird auf jeden Fall was rausfliegen. So, und dann freue ich mich wie immer, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch einen ganz bezaubernden Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!